Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Prober IQ Option. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Stop Trade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade im MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnews. Noch bis 30. Juni biete ich meine beiden Ausbildungen an, Komplettausbildung Forex und BO, danach ist Feierabend. Wer noch Interesse hat, bitte spätestens bis 30. Juni melden. Okay, mal sehen, ob ich jetzt schnell einen passenden Trade finde. Audien sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch steigen. Meine Fallen natürlich. Audien ist gleich soweit. Ich gehe rein. Mit 2000. Sollte der im Verlust enden, setze ich nochmal nach. Aktuell ist er am Gewinn. Die Strategie ist übrigens zu 100% legal in allen Ländern der Erde. Auch wenn uns die Broker dadurch nicht unbedingt lieben. Noch 15 Sekunden. Sieht gut aus. Aktuell wird es etwas knapper, aber gewonnen ist gewonnen. Und ich suche weiter. Britisch. Pfund, Schweizer Franken habe ich leider bei IQ Option nicht, da habe ich noch British Pfund Yen und British Pfund US-Dollar.
könnten etwas mehr Währungspower sein bei IQ Option. Bei Pocket Option gibt es aber mehr. Euro, britisch Pfund. Allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen. Ich bedenke, dass auch die New Yorker Börse in einer Viertelstunde aufmacht. Leider nicht. Britisch Pfund US-Dollar vielleicht. Übrigens handelt es sich um ein Echtgeldkonto, kein Demokonto. Ich trade ausschließlich im Echtgeldkonto. US-Dollar-Yen. Okay, hier gehe ich jetzt rein. Über eine Minute Ablaufzeit. Die Minute beginnt jetzt noch nicht. Wie man sieht. Jetzt. Ich setze noch mal nach. 5.000 und dann geht es weiter mit 15. Okay, den Nachsatz habe ich gewonnen. Und jetzt schießt er nach oben. So ist das nun mal. Und ich suche weiter. Mal sehen, ob ich noch einen Trade finde. Auf die Schnelle. Britisch Pfund US-Dollar leider verpasst. Sei denn, der Kurs geht noch mal in die Höhe. Okay, ich suche weiter. Euro out. Na, habe ich leider nicht. Aktuell zumindest nicht. Vielleicht out cut nochmal. Wenn der Kurs noch etwas steigt, gehe ich rein.
Reicht noch nicht. Okay, ich gehe rein. Und 30 Sekunden. Hier sieht man auch deutlich, dass eine Position eröffnet wurde. Investition. Okay, das ist jetzt mein letzter Trade, wenn ich den gewinnen sollte. Ich mache Pfingstmontag vielleicht noch ein Video. Bis zum nächsten Mal. Adios.